Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM. Eine neue Behörde, an die wir mit 7 Tagesfrist unbegrenzt unser Vermögen abliefern müssen, wenn die das wollen. Die Behörde kann uns verklagen, wir sie aber nicht. Alle Beteiligten genießen Immunität. Es gelten keine Gesetze, keine Regierung kann etwas unternehmen. Europas Staatshaushalte in einer und noch dazu nicht gewählten Hand. Ist das die Zukunft Europas? Ist das die neue EU? Ein Europa ohne souveräne Demokratie? Wollen Sie das? Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Nichts, nichts. Das habe ich verstanden.